Herzlich willkommen zu 48.1, eurem Münsteraner Musikmagazin. Ich bin der Patrick. Und ich bin der Johannes und damit kommen wir auch schon direkt zu unserem ersten Beitrag. Denn am 16. Februar waren wir im Jofel in Münster und haben uns dort im Rahmen der Reihe New Names ein Konzert angeguckt. Und das war richtig gut. Viel Spaß dabei. Jeden zweiten Donnerstag im Monat veranstaltet der Münster Vision e.V. die Reihe New Names im Jofel. Am Albersloher Weg gelegen ist das 30 Jahre alte Jofel als Tor zum Haverkamp bekannt für seine musikalische Unterhaltung. Am 16. Februar hatten wir auch das Glück, Steffi Stephan als Begründer und Veranstalter zu treffen. New Names fing schon an vor, ich glaube, fast 25 Jahren. Und zwar damals im Germania-Gelände, als wir das zweite Jofel hatten. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, wie kann man jungen Nachwuchsmusikern helfen? Und zwar helfen in einer Form, und zwar mit einer Form von Nachhaltigkeit. Das Ganze steht als erstes Mal für New Names for Tolerance. Dies Toleranz ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass das nicht nur verstanden wird, wo wir eigentlich unter Toleranz verstehen, was wir eigentlich unter Toleranz verstehen. Nein, ich meine ganz konkret auch Toleranz gegenüber verschiedenen Musikstilen. Weil ich finde, Musik ist Emotion. Musik ist irgendwie was Gefühl. Und Gefühl ist nun mal eben nicht so. Grundsätzlich, jede Form von Musik ist daseinsberechtigt, finde ich. Qualität ist ganz wichtig, aber Pluralität in den Geschmäckern ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Aussuchen von Musik, das ist eben halt so, das richtet sich nach den Bewerbungen, die kommen. Einmal nach der Qualität, wir wollen natürlich, wenn es eben geht, die Leute unterstützen, wo wir merken, da ist auch Potenzial da. Gleichzeitig ist es so, dass wir keine Genres bevorzugen. I hope you don't mind. I need you now to listen right here and right now. An dem Abend waren wir live dabei, als unter anderem Impediment dort auftraten. Ich sitze hier mit der Band Impediment aus Steinfurt und wie habt ihr denn überhaupt von New Names hier im Jofel erfahren? Also, ja. Wie kommt ihr drauf, euch hier zu bewerben? Also ich bin da drauf gekommen durch die westfälischen Nachrichten und durch ja, irgendwie auch mein Vater, der mal hier war und der sagte, ey, guck mal, hier in Münster findet was statt für neue Bands und ja, wollt ihr euch dann nicht einfach mal bewerben? Dann haben wir uns beworben vor einiger Zeit, wurden dann letztens angerufen und dann sind wir irgendwie reingerutscht. Wie gefällt euch das Jofel allgemein hier, der Laden? Also freut ihr euch auf die Bühne und wie findet ihr das so? Also auf jeden Fall. Also die Bühne an sich ist schon mal der Hammer. Also mit dem ganzen Licht und der Verstärker, den ich da habe, das ist alles super. Ein Traum. Der Traum jedes Bassisten, ne? Ja. Schön, dass das Schlagzeug mal ein bisschen höher steht, dann kann ich auch mal ein bisschen was sehen, weil sonst die meisten Bühnen, wo wir gespielt haben, ist alles immer auf einer Ebene gewesen. Schön, dass ich jetzt auch mal als Zwerg hinter der Schießbude was sehen kann. Don't just now speak of truth. This is not yet the end. Carry me away. Please have not yet to date. The distance between has grown easily. I let it happen. Falling away, books are closed, curtains fall. Ich finde es schön, dass hier junge Talente gefördert werden und auch diese erste Band hatte ja musikalisch einiges zu bieten. Bisher ganz gut. Also wir waren eigentlich begeistert von der ersten Band. Die fand ich sehr gut.
ich bin ja schon öfter hier gewesen und dementsprechend habe ich schon öfter verschiedene Interpreten gesehen. Man ist immer wieder überrascht auch von denen, was denn hier geboten wird dann auch. Ne? Also erstmal aus der Tageszeitung oder na dann von meinen Bekannten weiß ich auch Bescheid und auch ja, dadurch, dass ich, weil ich öfter in irgendwelchen Lokalitäten bin, wo Musik gespielt wird. Ja. Also ich bin jetzt heute zum dritten Mal da. Ich kam dazu, weil ich in der Uni ein Seminar dazu hatte über New Names und dann meinte unser Dozent, so jetzt müssen wir alle hinkommen und ja, seitdem steht das irgendwie bei mir im Kalender. New Names ist ja, glaube ich, jetzt schon die dritte Jahr oder drei Jahre schon. Und damals, als es angefangen ist, da stand es dann öfter ein paar Mal in der Zeitung und da bin ich auch schon mit dabei gewesen. Hab mir die angehört. Und anschließend, wenn die Bands dann nach einem Monat hier auftauchen bei Bedarf, wenn sie wollen, werden sie nicht gezwungen, kriegen sie auch praktisch so eine Art von Coaching. Und diese Nummer wird gemeinsam mit den Bands abgehört und dann kriegen die eine Form von konstruktiver Kritik. Nicht so eine Kritik, weil wir sind nicht Dieter Bohlen, sondern man sollte die Leute motivieren. Die Leute müssen anschließend sagen, das war eine Kritik, die ist nachvollziehbar und konstruktiv. Und da wären wir wieder zurück in unserem wunderschönen, naturbelassenen Studio. Na Hannes, wie fandest du das Konzert? Ich fand das Konzert richtig gut. Der Gesang war stimmig und auch das ganze Gesamtbild passte einfach. Da bekomme ich richtig Lust, eine eigene Platte aufzunehmen. Und wenn wir schon bei eigener Platte sind, unser Kollege Thorsten stellt heute seine Lieblings-CD vor und lässt uns teilnehmen an seiner Gedanken- und Gefühlswelt. Da ist das Ding. Hi Leute, ich bin Thorsten von 48.1 und ich stelle euch heute meine Lieblingsplatte Freedom of the Sun von Uyama Hiroto vor. Wie ihr am Namen vielleicht schon gemerkt habt, ist das ein japanischer Künstler, um genau zu sein, ein japanischer Hip-Hop-Produzent. Und was ich persönlich an seinem Stil so geil finde, ist, dass es eine sehr interessante Mischung aus Jazz und Ambient ist, auf Hip-Hop und Downtempo-Beats, was ich persönlich sehr entspannt finde. Und dementsprechend finden sich auf dem Album sehr viele Hip-Hop-typische Kopfnicker-Beats wieder. Mal als reine Instrumentals, mal mit so ein paar Vocals im Background und manchmal auch wirklich dann mit Rappern. Und was ich an dem Rap so interessant finde, ist, dass sie nicht diese typische Rap-Schiene fahren, sondern dass sie wirklich dann auch mal über deepere Themen sprechen, zum Beispiel auf dem Song Soul of Freedom, wo der Rapper CC Star dann darüber rappt, dass man doch mal sein eigenes Verhalten reflektieren sollte und auch mal mit den Mitmenschen vielleicht ein bisschen besseren Umgang haben sollte. Und ja, das finde ich einfach sehr, über diesen Aspekt an dem Album finde ich einfach sehr schön. Und es ist aber trotzdem kein reines Hip-Hop-Album. Also es gibt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass er auch viel mit Jazz arbeitet. Und deswegen gibt es auch ein paar Lieder, die dann wirklich eher in die Jazz-Richtung gehen, auch so vom Rhythmus und so her. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder so ein paar Lieder, die dann eher in den Downtempo-Lounge-Bereich gehen. Also da gibt es zum Beispiel ein Lied, Path of Wind. Das könnte man meiner Meinung nach je nach Party auch schon im Club spielen. Und das ist halt auch eine Sache, die ich an dem Album so geil finde, dass es so sehr durchmischt ist. Also es gibt viele verschiedene Rhythmen und Beats, aber die Grundstimmung, dieses Grundgefühl, dieses Ambient und Jazzige, das bleibt halt immer irgendwo da. Und das ist halt auch das, was ich besonders an dem Album finde, dass halt einfach diese Grundstimmung immer vorhanden bleibt. Wenn ich jetzt euer Interesse geweckt habe, dann könnt ihr das einfach auf YouTube oder auf Spotify suchen, da gibt's das, und euch einfach mal anhören. Wenn ihr auf Jazz steht, wenn ihr auf Hip-Hop steht oder generell auf entspannte Musik, dann kann ich euch das wirklich nur wärmstens empfehlen. Und vielleicht wird das dann ja auch mal eure Lieblingsplatte. Das war's von mir. Auf Wiedersehen. Patrick, was ist eigentlich deine Lieblingszahl? Meine Lieblingszahl ist natürlich die Zahl 22. Das trifft sich echt gut.
Denn das 22. Konzert von Die wollen nur spielen fand im Gleis 22 statt. Und dort wurde eine moderne Kombination aus Techno-Indie-Pop gespielt. Aber sieht selbst. Hallo Münster, ich bin Benny von 48.1 und stehe hier vorm Gleis 22, wo heute die 22. Ausgabe von Ein lauter Bus fährt vorbei präsentiert wird. Mit tollen Motorgeräuschen, Abgasen und vielen Fahrgästen. Was geht ab Münster? Ich bin Benny von 48.1 und ich stehe vorm Gleis 22, wo heute die 22. Ausgabe von Die wollen nur spielen präsentiert wird. Diesmal mit Looking for Ella, Goldsind und Mond. Und uns wird heute eine gesunde Mischung Elektro-Indie-Pop präsentiert. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Let's make some love. Let us scream and shout but after storm. Fade out. Let's shop some stuff. Let's walk around. Let's steal a car. Let us run and shout but after storm. Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Let's meet some friends. Let's hang out. Let's share a joint. Seid ihr zufrieden mit euch? Seid ihr zufrieden mit dem Publikum? Also ich bin absolut zufrieden. Ich freue mich immer, jede Show damit, also gerade in Nordrhein-Westfalen, damit anzufangen, den Leuten zu sagen, kommt doch mal an die Bühne, weil es gibt immer den westfälischen Halbkreis um die Bühne herum. Ich fand's super, ich fand den Sound cool, das Licht war auch mega. Absolut zufrieden. Sehr gut. Gutes Team hier auch im Laden, hat viel Spaß gemacht von Anfang an. Just one false move and you at his control. Was soll denn die EP vermitteln? Was thematisiert sie und wie ist die EP entstanden? Also angefangen natürlich mit dem Rohmaterial aus dem Bandraum sind wir dann irgendwann ins Studio gegangen und haben halt angefangen, selber in Eigenregie zu produzieren. Für das Schlagzeug waren wir auch in einem externen Studio dann und haben das extra aufgenommen und für den Gesang auch. Und vieles haben wir dann in einem Home-Recording-Studio sozusagen gemacht. Und in der EP geht es halt textlich viel um Suchen und Finden, um Irrwege und dem Wunsch anzukommen. Und ja, darum geht es in den meisten Songs auf jeden Fall, deswegen auch der Titel Maze. Ja, und der letzte Song ist dann quasi so ein Ausblick darauf, dass man auch aus so schwierigen Phasen irgendwie wieder rauskommt. Der heißt Red Clouds und rundet dann so die ganze Suche ab und dann ist man endlich angekommen. Don't know if
Mond, wie seid ihr darauf gekommen? Ja gut, das ist eine relativ einfache Geschichte. Also wir haben uns in unserem Keller getroffen. Der Gang ging zum Kühlschrank erst und dann haben wir uns ans Musikmachen gemacht. Und da hatten wir halt noch keinen Namen. Und dann sind wir mal rausgegangen. Da war es schon dunkel, wie es oft ist. Und sind wir mal eine Runde gelaufen. Und dann haben wir mal nach oben geguckt und dann haben wir halt einfach den Mond gesehen. Und es war Vollmond und der sah ziemlich cool aus. Und ja, dann haben wir einfach gesagt, Mond. Und dann sind wir reingegangen und dann Mond. Ja, irgendwie klingt das ganz cool. Dann haben wir den Namen aufgeschrieben mal und dann sah das auch noch ganz nett aus irgendwie. Und ja, mehr gibt's eigentlich gar nicht dahinter. Ja, ne? Ich meine, vielleicht könnte man dazu noch rein interpretieren, dass alle Musik, die wir machen, im Prinzip nachts entsteht. Also deswegen, das haben wir uns dabei gedacht. Quasi. Und das war's auch schon wieder mit der jetzigen Ausgabe von 48.1. Vielen Dank fürs Zusehen. Genießt den Frühling noch weiter und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 48.1. 48.1.